Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Arbeit und das Büro genauer an und dazu die passenden Fragen: Woher, wo und wohin? Unten findet ihr die Lösungsmöglichkeiten. Fangen wir an. Woher kommt er? Er kommt von der Arbeit im Büro. Wo ist er? Er ist bei oder in der Arbeit im Büro. Wohin geht er? Er geht zur Arbeit ins Büro. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt von der Arbeit im Büro. Wo ist er? Er ist bei oder in der Arbeit im Büro. Wohin geht er? Er geht zur Arbeit ins Büro. Im Satz 1 sagen wir von woher, von steht mit Dativ. Im Satz 2 bei oder in, auch hier wieder Dativ. Und in Satz 3 zur Arbeit. Zu steht immer mit Dativ. Sehen wir uns den hinteren Teil genauer an. Im Satz 1 und 2 sagen wir im Büro, wo, und im Satz 3 ins Büro, wohin. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao! Hallo, in diesem Video sind wir im Haus. Links findet ihr die Sätze und rechts die Antworten. Setzen wir ein. Woher kommst du? Ich komme aus dem Haus. Wo bist du? Ich bin im Haus. Dativ. Wohin gehst du? Ich gehe zum Haus, Dativ, oder ins Haus, Akkusativ. Ich schlafe im Haus. Und jetzt die Wiederholung. Woher kommst du? Ich komme aus dem Haus. Wo bist du? Ich bin im Haus, Dativ. Wohin gehst du? Ich gehe zum Haus, Dativ, oder ins Haus, Akkusativ. Ich schlafe im Haus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben.
Hallo, in diesem Video haben wir einige Ausdrücke, die etwas komplizierter sind. Wir bilden das Perfekt und setzen ein A haben oder B sind. Und los geht's. Sie sind müde gewesen. Sie sind betrogen worden. Sie haben flüchten müssen. Sie sind beruhigt worden. Sie sind spazieren gegangen. Sie haben ihn in Ruhe gelassen. Und noch einmal. Sie sind müde gewesen. Sie sind betrogen worden. Sie haben flüchten müssen. Sie sind beruhigt worden. Sie sind spazieren gegangen. Sie haben ihn in Ruhe gelassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal zum Selbstüben. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin an und dazu die Wörter Schule, Hause und Klasse. Unten finden wir die Antwortmöglichkeiten. A in, B von, C der, D zu oder zur, E nach und F die. Setzen wir ein. Woher kommt er? Er kommt von der Schule nach Hause. Wo ist er? Er lernt in der Schule in der Klasse. Wohin geht er? Er geht von zu Hause zur oder in die Schule. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt von der Schule nach Hause. Wo ist er? Er lernt in der Schule in der Klasse. Wohin geht er? Er geht von zu Hause zur
oder in die Schule. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen an. Und zwar, wer Nominativ, wen Akkusativ, wem Dativ und wessen Genitiv. Oben findet ihr Sätze und jetzt setzen wir ein. Los geht's. Wer nervt dich? Nominativ. Wessen Handy ist das? Genitiv. Wer hat sich gemeldet? Nominativ. Wem hast du es gebracht? Dativ. Wem hast du es gemeldet? Dativ. Wer hilft dir? Nominativ. Wem fehlst du? Dativ. Wen hast du eingeladen? Akkusativ. Wer braucht dich? Nominativ. Und noch einmal. Wer nervt dich? Nominativ. Wessen Handy ist das? Genitiv. Wer hat sich gemeldet? Nominativ. Wem hast du es gebracht? Dativ. Wem hast du es gemeldet? Dativ. Wer hilft dir? Nominativ. Wem fehlst du? Dativ. Wen hast du eingeladen? Akkusativ. Wer braucht dich? Nominativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Bis dann. Ciao.
Hallo, in diesem Video machen wir uns auf von der Arbeit nach Hause. Zuerst sehen wir die Fragen woher, wo und wohin und dann setzen wir ein. Unten stehen die Lösungsmöglichkeiten A in, B von, C der, D zu, E nach und F bei. Setzen wir ein. Woher kommt er? Er kommt von der Arbeit nach Hause. Wo ist er? Er arbeitet bei sich zu Hause. Wohin geht er? Er geht nach der Arbeit nach Hause. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt von der Arbeit nach Hause. Wo ist er? Er arbeitet bei sich zu Hause. Wohin geht er? Er geht nach der Arbeit nach Hause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Bis dann. Ciao.